Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levis Card 1210. Ich begrüße euch zu einem Unboxing. Ja, ich habe mal wieder was für meine PSP geholt. Futter für die gute alte PSP. Steckt noch immer in der Müllertüte. Freunde, das hat einen Grund. Werdet ihr gleich sehen, Freunde. So, dann nehmen wir uns mal die Schere in die Hand und ich schneide mal die Tüte auf. Zack. Und jo, es kommt zum Vorschein FIFA Street 2. Ja, ich hätte das normalerweise die Müllertüte entfernt und dann eigentlich ein Unboxing gemacht, aber ich habe das Spiel so bekommen, Freunde. Wie ihr seht, ohne Folie. Fand ich ein bisschen strange, aber gut, ich habe dafür da so knapp 2 Euro bezahlt, daher denke ich mal, lass ich mal durchgehen, Freunde. Das Spiel sieht ja neu aus, also die Hülle und so alles, denke, dass es okay ist. So, ja, das Spiel gibt es für die Generation PlayStation 2, sage ich mal. Also PlayStation 2, Xbox, GameCube, Nintendo DS und halt für den PSP. Auf dem Cover sehen wir hier den guten Cristiano Ronaldo, Freunde. Ich finde das Artdesign sehr schön gemacht. Ist wie so ein Ölgemälde, Freunde. Und ein cooler Ball. Und in dem Spiel muss man sehr viel tricksen. Anscheinend gibt es hier 20 Nationalmannschaften und 320 Spieler wurden benutzt. Das Ganze kommt von EA. Big und bisher gibt es ja FIFA Street 3 noch für die PlayStation 3 und 360, aber ein FIFA Street 4 gibt es noch gar nicht für die neuen Konsolen. Für die Vita wäre das nochmal nicht schlecht, oder? Ja, das wäre cool. Fände ich auf jeden Fall nice. So, dann schauen wir uns mal die Rückseite an. Spiele selbst oder werde zum Spielball anderer. Okay. Da sehen wir, wie das von der Grafik her aussieht. Das soll wohl CR7 sein in der Nationalmannschaft-Trikot Portugals. Dann mehr als 320 Fußballstars, Skill Battles, Mann gegen Mann Duelle, brandneue Minigames und exklusive Street Locations. Ja, und die Locations sehen wir hier. Richtig schön bunt gemacht. Auf Hartplätzen. Mitten in der Stadt, Freunde. Cool. Ja. Das Ganze ist Dokumentationen. Ja, Dokumentation nennt sich das, okay. Deutsch, Bildschirmtexte Deutsch und Sprachausgabe ist auch Deutsch. Ein Spieler braucht 128 KB und Wireless Compatible. Da kann man dann 2 PSPs verbinden. Und gegen seine Kumpels FIFA Street zocken. Jo, wann ist das Ganze erschienen, Freunde? 2006 steht hier. Ja, 2006, das könnte hinkommen so. PS2 und sowas, ne? Boah, dann schauen wir mal rein. Ja, sieht auf jeden Fall neu aus, Freunde. Also, ihr seht total blitzeblank. Da fehlt halt die Folie, ja? Wie bei halt GameStop. Die das auch manchmal machen, neue Sachen ohne Folie zu verkaufen. Naja, das finde ich auch cool hier mit dem Ball. Ach, geil. So, und natürlich haben PSP-Spiele noch vernünftige Booklets gehabt, Freunde. Schauen wir mal rein. Ja, Inhalt, Spielstart. Und hier sind die ganzen Angriffe und sowas, welche Taste wo, was wo belegt ist. So wird gespielt. Ja, alles schön ausführlich erklärt. Multiplayer-Modus. Speichern und laden. Ja, das wissen wir, glaube ich. Meine Straße.
Und die geben sogar Tipps und Tricks, was man so alles machen kann, Freunde, mit dem Game. Ja, ich freue mich drauf. Das ist das hier. Cheat, bla bla bla. Ja gut, jetzt habt ihr den Code gesehen, aber egal. Ich weiß nicht, was das sein soll. Cheatcode oder EA. Cheatcode oder Tipps und Tricks. Okay. Naja, egal. So, da sehen wir nochmal das schöne Booklet. Und das soll es gewesen sein, Freunde. Endlich mal wieder was für die gute PSP. Jetzt nach dem ganzen Vita-Boxen, Freunde, kommt mir doch die Hülle von der PSP ziemlich hoch vor. Ja, coole Sache. So, das war's, Freunde. Ich sage bis demnächst. Bye, bye.